Freunde, da hat auch wieder mal der Manu und der Steffen, die machen das miteinander. Wenn der Steffen hinter Manu ist, bleibt dran. Hinten, der Manu Gott in Spitze. Oder hinten Gott als links außen, als Flasche, ja. Links außen. Ja. Weit drauf, da, Steffen. Freistöße von hinten. Ja. Freistöße von links. Machst du? Die von rechts, mach das hin. So. Dann Julian. Im Mittelfeld. Rechte Seite. Julian, da hinten. Julian, wo bist du? Da ist keiner. Ah, der Uwe ist da, muss ist da mit dem Mann beschäftigt. Musst du die Seite zumachen? Du bist den falsch aufgepasst. Solltest du da hinterher. Das ist deine Bahn. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Ja. Markus? Ja? Vor Kind? Ja, ihr könntet auch wechseln, wenn dir das besser gefällt. Ja, und kann der Kind da vorne spielen und du da hinten. Aber das könnt ihr auch unter dem Spiel machen. Dem hat es kapiert, ja? Okay. Und jetzt... Martin, absolute Spitze. Brauchst du nicht zurücklaufen und gar nichts. Ja? Nach dem System her. Kim, du musst nach hinten arbeiten. Ja, als zweite Spitze musst du nach hinten arbeiten. Ja? Aber Martin bleibt vorne. So, sitzt am System. Jetzt kommt der Schiri. Leute, wir spielen heute Konterfußball. Wir haben uns letztes Mal 8 Stück Leitschlage. Ihr dürft ihr nicht ins Spiel kommen lassen. Auf keinen Fall. Das heißt, eng decken. Eng ist jeder bei seinem Gegenspieler. Schon mal erste. Kopfballhoheit haben wir. Mit Tim und dem Erz. Und der Uwe ist auch gut im Kopfball. Ja. Wenn der Libro mit Gott, der Gott jedes Mal mit der Schwimmt groß. Der Linde, der Fünfer, war. So faule Sau. Auch beim Eckball, oder mit. Ach. Und die soll jetzt als Stürmer bis zur Mittellinie kommen und Trick lassen für die vorne Spiele. Ja, richtig. Ich bin erst auf der Mittellinie. Richtig, jawohl. Das halten wir an. Konterfußball, Kaichi. Alles lange Bälle. Und zwar, die haben überhaupt kein System. Die stürmen mit 7 Mann. Dann sind sie alle vorne, dann sind 3 hinten. Ja? Wenn da ein langer Ball kommt von dir, ja, nachdem das Abschluss ist und die Pfanne hat, gleich. Lange Peitsche. Und dann wird Kloppe da vorne. Meier, wer gerade am vordersten ist, Martin, hinterher sauer. Zack. Ja. Die haben einen ganz schwachen Torwart, Leute. Ihr müsst schießen. Schießen aus allen Lagen. Selbst Markus. Ja. Das ist auch gut. Und Konzentration von Anfang an. Nicht wieder rumlade. Ja. Wir müssen in die erste Halbzeit kommen mit 0. Es ist okay. Ja, dann sage ich nichts. Aber wenn wir wieder in die Kriege laufen, wir wieder den Ding hinterher. Also Leute, das habe ich gesagt. Ja. Und ab heute übernehme ich die Mannschaft. Vorher hat es der Vorrat gemacht. Ja. Jetzt kommen die Spiele, wo ich schon dabei war. Ja. Und ich will jetzt was sehen von euch. Ja. Ihr müsst mir mal ein bisschen was helfen. Am Dienstag, am Donnerstag war keine Sau. Von der Reserve im Training, außer Manu, und der gehört zum Kader der Ersten. Leute, sofort bitte. Sagen wir euch allen, uns A-Jugend, die sind da raus, die trifft das nicht an, aber Kamerade, ja, Pannezeit, ja. Ihr müsst mal, wir haben vor, kein Spiel mehr zu verlieren jetzt, ja, weil jetzt die Gegner kommen, die wir mit unserem Potenzial schaffen können. Also tut was dafür, ja. Für nichts gibt's nichts. Wenn ich in den Automaten die Knie stecke, ja, sprich Training oder sowas, dann kommt nicht raus. Bei niemandem. Also, schneidet euch jetzt. Gut. Und seid voll mit dem Schiedsrichter, der hat eine Schmackpfiffe. Ist halt, naja, der kommt von Wiedlinger. Ja. Gut, raus.